فتنا السحب والمخيم في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا شيخ حسن مولانا ان شتسن دين Kraft und Gesundheit und ein langes Leben voller Glück und Zufriedenheit bescheren. Er sagt immer an dieser Stelle, hat jemand eine Frage? Anybody has a question? Bei Sheikh Hasan fragen immer alle. Das ist der Wir haben alle so viele Fragen. Ja, Bismillah. Was ist, wenn keine Fragen mehr da sind? Dann ist das Tor der Fragen geschlossen. Dann ist das Tor der Fragen geschlossen, ne? Würde ich sagen. Das wird wahrscheinlich an dem Tag geschehen, mit höchster Wahrscheinlichkeit, an dem die Sonne im Westen aufgeht. Dann schließen sich so einige Tore. Also die Frage war, was ist, wenn es keine Fragen mehr gibt, ne? So ungefähr, ja. Wenn es keine Fragen mehr gibt. Ja. Wenn es wirklich keine Fragen mehr gibt, das kann zwei Bedeutungen haben. Entweder ist es einem alles egal, man hat keine Fragen mehr, sowieso alles egal. Oder man weiß schon die Antwort auf alle Fragen, man weiß schon alles. Man hat alles erfahren und alles gelernt und alles, man weiß alles, was zu wissen ist, hat alles gefragt, was zu fragen ist, hat alles erfahren, was zu erfahren ist, hat alles gedacht, was zu denken ist, alles verstanden, was zu verstehen ist. Ja, das ist die Stufe der absoluten Erkenntnis, dann gibt es auch keine Fragen mehr. Und zwischen diesen beiden Zuständen, die im Grunde genommen das Gleiche zu sein scheinen, es gibt keine Fragen mehr, ist natürlich ein Riesenunterschied. Da liegen Welten dazwischen. Was ist der feine Unterschied zwischen Allah und Allah? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist der Unterschied im Geschmack. Erstmal, ne? Also ein Geschmacksunterschied, wenn man das so sagen darf. Ne? Und man erfährt das, wenn man das so und so ausspricht, erfährt man was anderes vielleicht. Je nachdem, wie empfindlich oder sensibel, empfindsam man dafür ist. Ich auch sagen, es ist eine verschiedene Aussprache. Die Bedeutung ist sicher ein und dieselbe, gemeint ist derselbe. Das eine ist vielleicht grammatikalisch korrekter als das andere. Das andere ist mehr ein Ausdruck von einem Zustand. Allah.
ist das U noch dabei. Er ist da, er ist Allah, ist er. Ja, das ist dieser Allah, die Aussprache Allah, die hat so etwas Ekstatisches eher, ne? Das ist eben, wie ich gesagt habe, ein Ausdruck von einem Zustand. Aber zurück zu unseren Fragen. Es gibt ja doch noch Fragen jetzt hier, offensichtlich. Aber die erste Frage, was ist, wenn es keine Fragen mehr gibt? Ist natürlich interessant. Wenn es gar keine Fragen mehr gibt. Und im Arabischen das Wort für Fragen, das ist zugleich das Wort für Bitten. Sa'ala. Sa'ala heißt Fragen, aber auch Bitten. Und das heißt, wenn es keine Fragen mehr gibt und keiner mehr nach etwas fragt, dann bittet auch keiner mehr. Dann ist eigentlich alles zu Ende. Wenn es keine Fragen mehr gibt, kein Bitten mehr gibt, dann ist das Tor geschlossen. Dann sind die Bücher auch geschlossen. Die Bücher, in denen die Taten aufgezeichnet werden, sind dann geschlossen. Ne? Dann ist alles am Ende. Dann ist der jüngste Tag angebrochen. Das ist ein Zeichen dafür. Und dann kommen natürlich wieder die Fragen. Am jüngsten Tag wird wieder gefragt dann, ne? Erstmal. Aber dann ist eine andere Art von Befragen angesagt. Das ist dann nicht mehr diese Art von Fragen, die wir in dieser Welt stellen, die uns retten können. Unsere Ewigkeit retten können für uns. Unseren Zustand ändern können. Vom absoluten Verlierer zum Glückseligen. Weil durch Fragen kommt man jetzt zu Antworten. Und Antworten führen oft zu Taten, zu Handlungen. Und Handlungen können den Menschen retten. Aus den Tiefen der Verzweiflung und der Unwissenheit hin zum Licht der Weisheit, der Erkenntnis, des Verständnisses hinführen. Sollte man jemanden fragen, der fragt, wie man sein Ego, sein Nafs unter Kontrolle bekommt. Die einfachste Antwort ist, gehorche ihm nicht, aber eigentlich diese Frage kann in Wirklichkeit nur einer beantworten, der das geschafft hat. Einer, der tatsächlich den Drachen gebändigt hat. Ja. Da gibt es nicht so viele, aber wahrscheinlich ist es ein langwieriger Prozess. Und was ich gehört habe und gelernt habe von unseren Meistern, ist, dass es im Nachspandi-Orden auf eine besondere Art und Weise geschieht. So, dass man das gar nicht mitkriegt. Dass man das gar nicht merkt. Da wird so langsam gehobelt und gefeilt und gespachtelt und ja, werden einem die Kanten abgeschliffen und dies und jenes unter der Aufsicht vom Scheich, wenn man die Verbindung hält mit dem Scheich. Aber manchmal auch
wenn man ganz weit weg ist vom Scheich, aber trotzdem arbeitet er an einem. Der macht was mit dir. Natürlich, in Wirklichkeit macht Allah was mit dir, aber der Scheich ist dabei so ein Werkzeug, ein Mittel, was dabei hilft. Und am Anfang steht die Absicht. Und die Frage ist ja schon ein Ausdruck für die Absicht. Und die Taten sind entsprechend ihren Absichten innamalama nominiert. Und wenn man die Absicht schon mal hat, das zu tun, dann sagt, oh Allah, hilf mir dabei. Ja. Oh Allah, lass mich nicht einen Augenblick in den Fängen meines Egos sein. Nicht einen Augenblick, nicht im Moment eines Augenzwinkers. So hat der Prophet das formuliert. Oh Allah, lass mich nicht für den Moment eines Augenzwinkerns in den Händen meines Egos sein. Das ist ganz wichtig, dass wir das versuchen, diese Absicht haben und Allah bitten. Und dann kommen die ganzen tollen Übungen, die wir bekommen haben dafür. Angefangen von den Pflichtgebeten und den freiwilligen Gebeten und dem Pflichtfasten und dem freiwilligen Fasten und dem Zakat geben und dem Gottesgedenken und der Pilgerfahrt und alles, was Allah uns gegeben hat an gottesdienstlichen Handlungen, die helfen alle dazu, tragen alle dazu bei, das Leben unter Kontrolle zu bringen. Und das sich fernhalten von dem, was verboten ist. Nicht auf das Schauen, was man nicht anschauen soll. Nicht auf das Hören, was man nicht anhören soll. Und vor allen Dingen nicht auf die Fehler anderer schauen. Weil das Ego sagt ja immer, das ist ja seine Eigenschaft, ich bin besser. Ich kann es besser, ich weiß es besser. Und wenn man sich abgewöhnt, auf die anderen zu schauen und auf die Fehler der anderen zu schauen, wenn man das sein lässt, dann ist das ein guter Beitrag dazu, das Ego unter Kontrolle zu kriegen. Und dazu gehört, dass man die Fehler der anderen bedeckt, damit Allah die eigenen Fehler bedeckt. Denn Allah hat das versprochen. Man satara Muslimen, satara Allah yawm al-qiyamah. Am jüngsten Tag wird Allah deine Fehler bedecken, wenn du in dieser Welt die Fehler der Gottesdiener bedeckst, wenn du sie nicht offenlegst. Und ich sage, guck mal, was der gemacht hat. Der macht immer das und das. Der Prophet hat sowas nicht gemacht. Er hat nie jemanden bloßgestellt. Er hat nie jemanden mit Namen zur Rede gestellt oder so. Ja, sondern er hat immer höchstens mal gesagt, ja, wie kommt es, dass irgendjemand so und sowas macht? Ja, das war so seine Art, das allgemein zu formulieren. Und derjenige, der gemeint war, der wusste schon, dass er angesprochen war. Aber er hat nie gesagt, der so und so macht immer das und das. Nee, niemals. Es sei denn, es ging darum, die Menschen zu warnen. Wenn der die Menschen warnen musste, dann hat er das getan und gesagt, hütet euch vor dem und dem, ne? Der ist schlecht. Weil in dem Fall wiegt das Wohl und der Schutz der Menschen, die eventuell in eine Falle tappen oder auf jemanden hereinfallen, mehr als dessen Ehre und Würde zu wahren. Aber abgesehen davon, wenn es nicht um eine konkrete Gefahr geht, dann hat der Prophet immer die Fehler aller Menschen bedeckt und seinen Gefährten das geraten. Er hat sich nie mit Dingen beschäftigt, die ihn nicht angingen. Zum Islam, zum guten oder wahren Islam eines Menschen gehört, dass er das lässt, was ihm nichts angeht. Dass er sich nicht um Dinge kümmert. Tarku ma la ya'ni. Das ist ganz wichtig. Das ist eine große Falle von Ego und Shaitan, dich zu beschäftigen mit Dingen, die dich nichts angehen, die dir nichts nützen, die dich Allah nicht näher bringen, die keinen wirklichen
Nutzen in dieser Welt und auch nicht im Jenseits will ich haben, und dich da immer mit zu beschäftigen und dich dazu zu verleiten, dich besser zu fühlen als diejenigen, die dies oder jenes machen. Und heute gibt es eine ganze Industrie, die davon lebt, die ganzen Medien, die leben davon, uns ständig mit Dingen zu beschäftigen, die uns eigentlich gar nichts angehen. Ja, ablenken, aber noch mehr als ablenken, weil das ist ein Abgrund, das geht immer weiter runter. Ne? Und das hat natürlich Gründe, da geht es um Macht, da geht es um viel Geld und da geht es um Einfluss. Und da wird mit Dreck geschmissen, ne? Besonders im Bereich der Politik. Da hat jeder ein Dossier über den anderen, wo dann die Dinge drin stehen, die rausgeholt werden zum richtigen Zeitpunkt. Und dann taucht ein Video auf oder eine Aussage oder, von vor 40 Jahren. Der hat das und das gemacht. Damals, ja, da ist er weg vom Fenster. Wir sollten uns davon fernhalten, von all diesen Dingen. Dann sind wir auf der sicheren Seite und folgen dem Beispiel des Propheten a.s.w. Denn wenn wir ihm folgen, sind wir immer auf der sicheren Seite. Vor Shaitan, vor unserem Ego. Und da muss man immer fragen, wie hat der Prophet denn das gemacht, wie hat er denn das gemacht? Wenn man aufhört zu fragen, das ist schlecht. Da muss man fragen, warum hat er das gemacht und wie hat er das gemacht? Das ist wichtig für uns. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sonst noch keine Fragen mehr. Ich habe es Zeit fürs Gebet. Uns beschützen und bewahren, uns rechtes Verständnis geben und uns vor unserem Ego und vor Shaitan, vor dem Glanz dieser Welt und nichts als die Wünsche beschützen und bewahren und unser Herzen mit Licht und Liebe und Wahrhaftigkeit und Dankbarkeit und Gottes Gedenken erfüllen. Und er ist zu allem in der Lage und er ist der, der die Herzen seiner Diener bewegt, wie er will. Ja, Muqallib al-Qulubi wal Absar, tabitna al-Haq. Lass uns auf dem Weg der Wahrheit, fest auf dem Weg der Wahrheit sein, ya Rabbil Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ziyaratan fi sharaf nabiyyi wal ali wa sahbihi. Jamil anbiya wa liyam mashayikh al-kiram wa la bayna mahatina wa s-siddiqina. Lillahi ta'ala al-Fatiha.